Silvia Hager aus Hoyerswerda ist pensionierte Lehrerin und als solche hat sie immer besonderen Wert auf ihr Äußeres gelegt. Ein stilsicheres Outfit und gepflegte Haare, das war ihr von jeher wichtig. Doch gerade bei den Haaren sieht sie Optimierungsbedarf. Ich habe die Haare jetzt seit einem halben Jahr ein bisschen länger wachsen lassen. Und da ich gerne zum Tanzen gehe, ist das mit dem Hochstecken immer so ein Problem. Und das kann ich auch nicht so richtig gut. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie vielleicht doch wieder etwas kürzer werden. Ich könnte mir auch mit Farbe viel vorstellen. Allerdings auch, was ich nicht will, weiß ich ganz genau. Das wäre zum Beispiel ganz schwarz oder ganz blond. Und deshalb hat sie sich an die drei Style-Coaches gewandt. Unterstützt wird sie davon von ihrem Mann, der sich einfach nur freut, wenn seine Frau glücklich und zufrieden ist. Ich würde mir wünschen, dass meine Frau die Frisur findet, mit der sie selbst zufrieden ist. Und dass man also, wenn ich immer die Haare föhne will, dass ich auch gut damit zurechtkomme. Wie du föhnst die Haare? Ja, meistens ja. Schon seit ganz vielen Jahren. Und da versuche ich mal mit der Bürste dann nochmal so ein bisschen zu drehen, dass die dann hier so ja. Jetzt in der Zeit. Dass eine Welle entsteht. Ja. Die 71-Jährige sieht blendend aus und versetzt unsere Coaches in Erstaunen. Sven spricht aus, was alle denken. Jetzt bist du ja für mich nicht so ein Typ, der, wo man sagt, oh, okay, der braucht uns unbedingt. Was ist denn im Moment so deine größte Herausforderung jetzt? Also meine größte Herausforderung ist im Moment die Länge meiner Haare. Ich glaube, dass die halbe Länge mit so einem Long Bob oder so, dass mir das einfach besser stehen würde. Und dann so ein paar Highlights wie Strähnchen und ja, schöne braune, schokoladige Farbe. Sowas ist das, was ich mir so wünsche. Okay, also habe ich wieder die meiste Arbeit, oder? Ja, wahrscheinlich. Schön. Gibt es einen Trend oder etwas, was du mal gesehen hast, dass du gesagt hast, Mensch, es gefällt mir, aber wahrscheinlich passt du mir nicht, dass du sagst, jetzt habe ich die Chance? Genau, sowas gibt es bei mir auf alle Fälle. Das betrifft die Farbe Gelb. Da habe ich mich nie rangetraut, weil ich dachte, Gelb, das passt nicht zu meinem Typ. Und ich glaube, da kannst du mir helfen, dass ich auch vielleicht so ein bisschen Gefallen finde an Dingen, die mit der Farbe Gelb was zu tun haben. Gleich geht's weiter. Und eins kann jetzt schon verraten werden. Ja, es wird richtig gelb. Sylvia aus Hoyerswerda hat sich heute in die Hände der Style-Coaches begeben. Und da darf Modespezialist Sean den Anfang machen. Bislang dominiert eine Farbkombination den Kleiderschrank der 71-Jährigen. Ich habe sehr viel so schwarz-weiß und ja, das ist mal schön. Ich liebe das auch sehr, aber ich könnte mir auch andere Farben vorstellen oder ja, eine schöne Jeans und eine tolle farbige Bluse, also sowas in dieser Richtung. Bluse ist ein schönes Stichwort. Bislang trägt Silvia aber immer nur einen bestimmten Stil von Blusen und was davon abweicht, lehnt sie erstmal ab. Oversized-Schnitte zum Beispiel. Dabei sind die voll im Trend. Also es entspricht eigentlich nicht so meinem Geschmack. Das, denke ich, würde mir eventuell auch nicht so stehen. Also alleine vom Schnitt her und die Art und Weise, die Länge vor allen Dingen auch, damit könnte ich mich nicht so gut identifizieren. Oversize Optik hat sie erstmal gesagt, nein, das ist nicht so ihr Fall. Und ich sage immer zu jeder Frau, probier es mal. Du weißt es nicht. Vielleicht ist doch, wenn dir gefällt. Und auch mit diesem Pastellblau, einem echten Eyecatcher der Saison, kann Silvia nichts anfangen. Das ist ihr zu blass. Also bringt Sean noch mehr Farbe ins Spiel und siehe da, Volltreffer. Gelb gefällt mir schon mal sehr gut. Ja? Ja, aber für den praktischen Tag ist es eigentlich auch sehr gut geeignet. Ja. Und pfiffig ist ja diese eine Seite hier mit dem Knopf, die genau. Andere Seite ohne. Also so ein richtiger, so eine richtige so Burberry, so ja, Optik, genau. Ne? Ja. So ein Trendmantel. Ja. Keine Frage, mit Farbe hat Sean einen Nerv getroffen und spätestens jetzt ist Silvia offen für Neues. Nach dem Einkaufsstress soll die pensionierte Lehrerin verwöhnt werden. Darum kümmert sich Beauty-Experte Marcel. Er beginnt mit einer Gesichtsreinigung. Danach sind etwaige Problemstellen der Haut besser zu erkennen und können gezielt behandelt werden. Speziell auch auf die Pigmentstörung kann man wirklich ein paar Sachen machen mit einem Fruchtsäurepeeling
Und ja, auch da verschwinden auch so kleine Linien und Fältchen, also so Trockenheitsfältchen, so tiefer liegende, die kann man natürlich da nicht groß verändern. Ne? Mhm. Aber so gerade so ums Auge herum, so ganz fein diese eben Trockenheitsfältchen und so um die Lippen, ja, die kriegt man damit schon mal ein bisschen ausgeblendet. Viele haben da so ein bisschen Respekt und Angst davor, weil das der Name Säure drin vorkommt. Aber ja, das sind natürlich Säuren, die aus Pflanzen und aus Obstsorten sozusagen gewonnen werden. Und die sind natürlich jetzt nicht so aggressiv wie eine, keine Ahnung, Salpetersäure. Die Fruchtsäurebehandlung gibt es übrigens auch für zu Hause. Dann ist sie nicht ganz so intensiv wie im Kosmetikstudio. Nach einer Ampullenkur trägt Marcel als Extra-Bonbon eine Kaviar-Glow-Maske auf, die dafür sorgt, dass die Haut noch mehr strahlt. Zu guter Letzt gibt es noch eine Abschlusspflege. Die Abschlusscreme ist jetzt wirklich eine sehr wirkstoffreiche, also auch wirklich mit einem hohen Anti-Aging-Wirkstoff schon drin. Und hier geht es wirklich dabei, dass man das Gewebe wieder ein bisschen aufpolstert und festigt. Ne? Wechsel zu Sven. Thema Haare, was wünschst du dir? Was darf ich für dich tun? Also ich wünsche mir eine Veränderung meiner Haare insgesamt. Einmal die Länge. Mhm. Ich habe zurzeit so eine Länge, mit der ich gar nicht richtig was anfangen kann. Ich glaube, so die Hälfte würde reichen. Und die zweite Problematik bei mir ist, dass die Haare sehr dick sind und dass die auch sehr nach unten fallen, mhm, und dass ich da ein bisschen Hinterkopf brauche. Klare Vorstellung der Kundin, das liebt Sven. Also frisch ans Werk. Die Haare sind eindeutig zu lang und erdrücken die zierliche Frau optisch. Besonders im Nacken wird gekürzt, um am Hinterkopf besser stufen zu können. Als Haarfarbe wünscht sich Silvia ein dunkles Schokobraun. Das findet Sven nicht optimal. Wenn der Braunton zu dunkel ist und die Gesichtszüge sehr fein sind und auch das ein oder andere Fältchen schon da ist, dann muss man natürlich halt das Ganze ein bisschen weicher machen. Und deswegen ist hier, wenn wir schon von Schokolade sprechen, einfach Vollmilch das bessere Argument. Zwischenergebnis bei Silvia, man sieht schon schön, ist einiges an Haar gefallen. Farbe ist auch drin. Die leicht silbernen am Ansatz sind weg. Das Spiel mit dem Blond ist auch schon da. Ich mache jetzt erstmal das Vorfinish und dann personalisiere ich den Haarschnitt nochmal, um den letzten Schliff zu geben. Das Ergebnis sehen wir gleich. Weiter geht's mit dem Feintuning und dafür ist Marcel zuständig. Auf das Make-up freue ich mich ganz sehr. Und mein Wunsch ist, dass die Haut nicht so winterlich blass bleibt, sondern ein bisschen Farbe bekommt. Meine Augen geschminkt sind. Das machst du ja sonst auch. Schön Lippenstift. Du hast sonst immer die Augen mehr im Fokus. Und dass Freundlichkeit ausgestrahlt wird. Vielleicht auch so ein paar Glamour-Teilchen. Mal gucken. Ja, okay. Ich vertraue dir da ganz. Sylvia liebt es, ihre Augen mit einem dunklen Kajal zu umranden. Das ist nicht optimal. Dadurch wirkt das Auge jetzt auf die Entfernung noch ein bisschen kleiner, als es eigentlich ist. Hm. Also ich finde immer, dass man so ein bisschen optimieren kann, dass das Auge eigentlich eben noch strahlender und auch ein bisschen größer wirkt. Da habe ich ja halt ein paar Tipps mit an die Hand gegeben, eben dass man das Auge erstmal ein bisschen aufhält, damit es praktisch wie nach vorne tritt, weil es ja ein bisschen tiefer liegt, ein bisschen kleiner ist. Und ihr dann auch gezeigt, wie sie Step by Step, also mit hell, dunkel und wieder hell, das Auge optimieren und größer schminken kann. Noch ein bisschen Rouge auf die Wangen und etwas Rot für die Lippen und dann ist es soweit. Silvia präsentiert sich im neuen Glanz. Coral Wood Kleid und dazu dann habe ich dann so ein bisschen so geometrischen schwarz-weiß Ohrringe, ein bisschen Volumen gegeben denn da und dann, was ich fand ganz toll, ist dieses durchsichtige 60er Jahre also Handtasche mit Goldkette, was sie hat einfach nur schräg getragen. Fand ich richtig ganz, ganz super. Und das alles war perfekt. Und dann gab es ja noch den Wunsch nach Gelb. Bitteschön. Eine Dunkeldenim liebe ich persönlich als den Nummer 1 Kauf, das man machen muss. Und dazu mit einer sehr leuchtenden Gelb, also Jacke, einfach nur hat sie ausgewählt, zusammen aus Nylon. Finde ich ganz super dazu. Und dann, was ganz interessant war, war der gelbe zusammen mit Pastell, Blau, Grün, Türkis, Farbton, was wir vorher gezeigt haben, habe ich in ein Tuch gefunden, zusammen zu kombinieren. Das war für mich dann schon das extra Akzent noch dazu.
fand ich super. Nur wenige Stunden liegen zwischen diesen beiden Aufnahmen. Was für eine tolle Veränderung. Silvia ist begeistert und für ihren Mann Siegfried ist sie die Krönung an einem ganz speziellen Tag. Das ist auch ein Geburtstagsgeschenk. Toll. Mir hat es ganz super gefallen. Ich habe heute Geburtstag. Das war das beste Geburtstagsgeschenk, was ich je gekriegt habe. Und das Geburtstagsgeschenk war ich mit meinem neuen Outfit und mit meiner neuen Frisur und mit der perfekten Kosmetik. Ich freue mich so sehr, dass ich dir dieses Geschenk heute bereiten konnte. Hautpflege und Make-up von Dalton Marine Cosmetics.